Auf diesen Kite haben wir alle richtig lange gewartet. Ich bin so froh darüber, dass wir der erste Kite-Shop in Deutschland sind, der diesen Kite geliefert bekommen hat. Wir haben ihn jetzt bei uns in den Größen 9 und 12 im Testpool. Also wer Lust hat, kann ihn gerne mal in nächster Zeit bei uns ausprobieren. Ich habe ihn tatsächlich selbst noch nicht benutzen können. Und heute wird vielleicht der erste Tag, wo wir damit foilen gehen. Aber wir packen ihn jetzt mal gemeinsam aus und schauen uns mal ein paar Raffinessen davon an. Bevor wir auf den Kite eingehen, schauen wir uns mal die Tasche im Detail an, weil die Tasche hat es echt verdient, mal kurz drüber zu sprechen. Wir haben hier ein Material, was man sehr leicht abwischen kann. Wozu sollte man das machen? Ich meine, andere Taschen kann man einfach in die Waschmaschine schmeißen. Der Vorteil hiervon, hier ist auch ein kleines Zeichen drauf, das ist eine Wetsuit Bag, also eine Kite Bag und gleichzeitig Wetsuit Bag. Das bedeutet, ihr könnt die Tasche öffnen, falls ihr so einen Parkplatz wie hier mit Kies habt, könnt ihr die Tasche hinlegen, euch draufstellen, euer Neoprenanzug da drauf aus- und anziehen, sodass kein Kies euer Neoprenanzug beschädigt und ihr saubere Füße habt beim Umziehen. Darüber hinaus können wir hier vorne solche zwei Gurte erkennen. Die sind auch nicht einfach nur so da, sondern die sind dazu da, dass ihr euer Twin-Tip auf den Rücken transportieren könnt und das nicht festhalten müsst. Ich muss zugeben, dass ich mich selbst nochmal mit dem Material intensiv beschäftigen muss, weil Stand heute ist, dass ich mir sogar das Ventil anschauen muss, um zu gucken, mit was für einem Ventil wir das Ganze aufpumpen. Und die Dreamstick Bar, die konnte nicht mitgeliefert werden, deswegen schauen wir jetzt gleich mal, mit welcher Bar wir versuchen werden, eine Runde zu foilen, falls es überhaupt heute gehen wird. Aber so sieht es aus, wenn der Kite frisch bei euch ankommt. So, hier ist der Kite und dann haben wir hier das Reparaturmaterial. Schau mal, hier ist auch direkt ein Adapter für eure Pumpe mit dabei. Da bin ich mal gespannt, wie das Ventil jetzt gleich aussieht, wenn wir das aufmachen. Gucken, ob wir hier noch irgendwelche Überraschungen erleben. Okay, es handelt sich tatsächlich um ein Ventil, das ich zuvor so noch nie gesehen habe. Bin selber gespannt, wie das funktioniert. Okay, das ist echt mal ein spannendes Konzept. Da will ich mir mal ein bisschen intensiver mit reinpupsen. Also, dass Reden hier an der Stelle ein eigenes Ventil hat, ist tatsächlich eine Überraschung für mich, weil viele glauben ja einfach, ja okay, so ein Ventil ist halt ein Pfennigartikel, aber tatsächlich, dass die ganzen Schablonen oder diese Rohform dafür überhaupt entwickelt wird, ja, verschlingt schon eine ganze Menge an finanzieller Ressourcen. Und da hätte ich gedacht, dass die auf ein Ventil zurückgreifen, was andere Kite-Marken auch benutzen, wie beispielsweise die North Kites oder die Elevate Kites und sowas. Das sind halt Standardventile und das hätte ich hier eigentlich auch erwartet. Kite ist aufgebaut und wir schauen ihn uns gleich mal im Detail an, während ich mich dann auch umziehen werde, um mit euch kurz aufs Wasser zu gehen, um bei so wenig Wind mal einen Relaunch-Test zu machen. Es sind keine 10 Knoten, es ist noch sehr flach. Vielleicht schaffen wir es auch noch mal eine Runde vorhin zu gehen, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Viel Spaß bei den Kite-Porn. Wasser ist leider nicht hoch genug und der Wind hat auch nachgelassen, sodass wir jetzt leider keinen Leichtwindtest auf dem Foil machen konnten mit dem Kite. Windvorhersage für die nächsten Tage sieht aber noch ganz gut aus, also vielleicht haben wir die Chance, in den nächsten Tagen damit rauszugehen. Ich muss auch noch mal gucken, mit welcher Bar der Kite sich am besten steuern lässt. Mit der Chorbar war es gerade eben bei wenig Wind, muss man dazu sagen, nicht so ganz optimal. Das stelle ich mir vom Bar-Feedback, vom Steuergefühl nochmal eigentlich anders vor. Aber vielleicht muss ich mich auf den Kite noch ein bisschen einschauen, mal eine Stunde damit kiten gehen und so rauszufinden, was für eine Charakteristik er hat. Das kann sich mit der Zeit noch legen. Beim Unboxing fand ich gerade eben noch das Ventil ganz gut, habe auch nochmal darüber nachgedacht, dass es ein Problem sein kann, wenn es aktuell noch so wenig Leute gibt, die mit diesem Kite am Strand zu sehen sind, bedeutet das, wenn ihr diesen Ventilkappe, diesen Aufsatz, diesen Adapter vergessen habt, dass es schwer sein wird, am Strand jemanden zu finden, der euch da helfen kann mit seinem Schlauch.
Das bedeutet, dass alle, die diesen Kite jetzt gerade von mir geliefert bekommen, hey, achtet darauf, immer diesen Adapter mit dabei zu haben. Des Weiteren fand ich beim Unboxing noch ein bisschen schade. Ich hätte mir tatsächlich so gewünscht, dass da so ein paar Sticker mit dabei gewesen wären. Und auch gerade, wenn man jetzt neue Kites von anderen Marken bekommt, wie bei Core, dann hat man auf dem Ventil noch so einen kleinen Sticker oder so eine Pappe, die man abzieht, wo nochmal Thank You draufsteht. Tatsächlich bei so einer persönlichen Marke wie bei Reading Kite, die mit Damien und mit Kevin gegründet wurde, die auch total als Personal Brand auf dem Markt auftritt, hätte ich mir eigentlich nochmal irgendwie so ein kleines Kärtchen oder irgendwie so irgendwas Persönliches drinne vorgestellt. Mario Rottweil zum Beispiel, wenn ihr da ein Kiteboard kauft, also so ein Cold Chase Board, da ist ab und zu mal so ein Brief drinne, glaube ich, von ihm, mit einer Unterschrift von ihm, mit vielen Dank, dass du dich entschieden hast, bei uns zu kaufen. Finde ich ganz cool und würde ich an deren Stelle anders machen und das halt auch mit in die Kartons mit reinpacken. Okay, ich hoffe, wir kommen in den nächsten Tagen irgendwie zum Testen und ja, schaut mal auf meiner Webseite nach in der Kategorie Testberichte. Da werdet ihr mit Sicherheit als allererstes fündig werden, wenn wir da ein paar Sachen aufgeschrieben haben, was für Eindrücke wir von dem Kite haben. Link dazu packe ich unterhalb von diesem Video und ja, wir sehen uns demnächst.